Okay. Barbara ist von ihrem Mann nach über 30 Jahren Ehe verlassen worden. Ihre geordnete Welt brach auseinander. Barbara wird lange brauchen, um sich davon zu erholen. Aber nach und nach macht sie sich klar, dass der Neustart auch eine große Chance sein könnte. Und dann bin ich da in diese Beratung gegangen und habe dann zu der Beraterin gesagt, ich habe den Eindruck, kann das nicht sein, ich habe ein ADHS, ich habe so viele Ideen im Kopf, ständig neue Projekte und so. Dann hat sie zu mir gesagt, ich glaube, Sie waren schon immer so. Ich glaube nicht, dass Sie ein ADHS haben. Ich glaube, Sie waren schon immer so. Aber in Ihrer Ehe mussten Sie sich um andere Sachen kümmern und da wurde das alles so ein bisschen abgedämpft. Inge muss nach einer schweren Lebenskrise neu anfangen. Aber das macht ihr keine Angst. Sie hat in ihrem langen Leben schon einige Neustarts gewagt. Das Einzige, was wirklich sicher ist in unserem Leben, ist die Veränderung. Und je starrer du bist, umso mehr tut es weh, sich auf Veränderungen einzulassen. Und dann kannst du dich dran verbiegen. Da gibt es ja so viele Rückenprobleme. Ja, ist doch wahr. Ja, genau so. Zwei ältere Frauen am Beginn eines neuen Lebens. Ein Neustart im Alter. Werden die beiden den erzwungenen Umbruch in ihrem Leben meistern? Ich werde, ich kann und ich mache. Barbara ist 62 Jahre alt und seit mehr als 3 Jahrzehnten verheiratet. Vor einiger Zeit begann ihre Ehe zu kriseln. Ihr Mann distanzierte sich von ihr und zog sich immer mehr zurück. Barbara konnte ihn nicht mehr erreichen. Ich habe immer gesagt, wollen wir nicht mal das machen, wollen wir nicht das machen. Das Unternehmen, er wollte nichts mehr machen mit mir. Also selbst Sex hat er häufiger abgelehnt. Nee, Kopfschmerzen. Und das ist wirklich ein komisches Zeichen, habe ich dann später auch mal gelesen, weil dass Männer sagen, sie wollen keinen Sex, das ist eigentlich sehr selten. Männer ab 50 werden irgendwie schwierig. Also die werden wirklich, haben Angst um ihre schwindende Potenz und die suchen sich eben halt jüngere Frauen, wie in dem Fall, und erzählen dann, jetzt sind sie wieder lebendig, sie fühlen sich endlich wieder lebendig. Ja, die war Anfang 30 und er war Ende 50, ja, fast 30 Jahre. Aber Barbara will nicht in Selbstmitleid versinken. Als sie spürt, dass sie es alleine nicht schafft, sucht sie sich eine Selbsthilfegruppe für ältere Menschen. Schon wenige Tage nach der Trennung geht sie zu einem Gruppentreffen. Einer der ersten Menschen, den sie dort kennenlernt, ist Karl. Karl ist pensioniert und lebt alleine. Von Barbaras Offenheit ist er sofort begeistert. Das war so eine Vorstellungsrunde und jeder hat tatsächlich gesagt, sollte erzählen, wie es ihm geht. Wie es ihm geht und warum er da ist. Und Barbara hat tatsächlich gesagt, mein Mann hat mich verlassen oder wir haben uns getrennt vor 3 Tagen und das war der Grund, dass ich jetzt hierher gekommen bin. Das hat sie allen erzählt, ja. Als ihr Mann nach einigen Monaten endlich aus der gemeinsamen Wohnung auszieht, fällt Barbara ein Stein vom Herzen. Zwar hat sie noch Liebeskummer, aber sie spürt auch eine neue Freiheit. Ich habe mir hier so ein Hörbuch geholt aus der Bücherei. Das heißt, über 50 und endlich allein. So 5 Kassetten. Und dann habe ich dann meistens auch immer so genickt. So. Also ich habe ja meine Mutter so als gutes Vorbild, die mit circa 65 Jahren war sie, glaube ich, dann noch mal ihren Freund kennengelernt hat. Mit dem war sie dann 15 Jahre verbunden. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Nach 33 Jahren Partnerschaft ist Barbara nun wieder Single.
Die 73-jährige Inge lebt seit 40 Jahren alleine. Und zwar aus Überzeugung. Vor einigen Jahren ist die gebürtige Kölnerin nach Arnsberg gezogen, wo sie das Reihenhaus ihrer verstorbenen Eltern geerbt hat. Ein Neustart, wie schon so oft in ihrem Leben. Als junge Frau war Inge verheiratet, aber ließ sich auf eigenen Wunsch hin mit Anfang 30 scheiden. Männer in meiner Generation, sehr viele, haben eine völlig andere Denke als ich. Ich bin eine eigenständige Frau. Ich kann mich selber und alles, was zu meinem Leben gehört, selbst verwalten. Das habe ich, seit ich 33 bin, alleine gemacht. Und dazu brauche ich keinen Mann. Und ich kann keinen gebrauchen, der da sitzt und sagt, ist das Essen fertig? Das geht nicht. Oder leg doch mal raus, was ich anziehen muss. Da kriege ich einen Föhn. Das geht nicht. Ich brauche auch einen selbstständigen Mann, der geistig wirklich frisch ist, am Leben teilnimmt, sich einbringt. Ja? Und also ein Sofa-Potato brauche ich nicht. Und das sind die meisten. Und das geht nicht. Inges Scheidung liegt lange zurück. Damit hat sie längst abgeschlossen. Aber mit Mitte 50 wollte sie es noch einmal mit der Ehe versuchen und gab eine Heiratsanzeige auf. Fröhliche Frau mit den Lachfalten einer 50-Jährigen. Mit Savoir-vivre sucht entsprechendes Pendant. Und ich habe viele Zuschriften darauf bekommen. Und auch von meinem späteren Freund. Und als ich diesen Brief gelesen habe, habe ich die anderen weggeworfen oder gar nicht erst aufgemacht und habe gesagt, das ist er. Inge und ihr neuer Freund teilen die Leidenschaft fürs Segeln. In einem Alter, in dem die meisten Menschen ihre Schiffe verkaufen, weil sie das Hochseesegeln körperlich nicht mehr schaffen, kaufen Inge und ihr gleichaltriger Freund sich zusammen ein Segelschiff. Wieder einmal ein Neustart in Inges Leben. Gemeinsam mit ihrem Freund unternimmt sie wochenlange Segelturns. Ja, auf dem Schiff waren wir ein Dreamteam. Das ging ganz wunderbar. Auf dem Schiff, da gehörten wir uns auch so bedingungslos, ne? Und da gibt es auch keine Ablenkung. Entweder verstehst du dich da oder nicht. Kannst ja nicht mal eben aussteigen und zum Telefonhäuschen gehen und sagen, hol mich hier raus. Geht ja nicht. Ne? Ich war einfach gerne bei ihm eine verführerische Frau. Und das ist mir oft gelungen. Und das haben wir sehr genossen. Und das war schön. Inge ist überglücklich mit ihrem Freund. Aber sie muss entdecken, dass er ein Doppelleben führt. Er ist verheiratet. Und dann habe ich seine Frau angerufen und habe ihr gesagt, dass ich die Freundin ihres Mannes sei. Und dann bin ich dahin gefahren. Und dann hat sie mir eben auch erzählt, sagt sie, sie sind nicht die Einzige. Ja. Betrogen und belogen. Nach 18 Jahren Beziehung trennt sie sich im Mai 2015 schweren Herzens von ihrem Freund. Trotzdem bleibt er die Liebe ihres Lebens. Das kann ihre Nachbarin Jutta nicht so recht verstehen. Du hast mal gesagt, als wir beim Weinchen saßen, da sprachen wir auch wieder über das Thema, dass du ihn immer noch liebst. Mhm. Mhm. Das ist der Liebe völlig egal, die Umstände. Das bleibt auch. Ja. Aber es ist nicht lebbar. Nee, das stimmt. Da muss ich sagen, das finde ich echt, das ist schon nicht nachzuvollziehen, dann, wenn einem sowas widerfahren ist. Ne? Das alles hinterlässt tiefe Spuren bei Inge. Wenige Monate nach der Trennung erkrankt sie im Herbst 2015 lebensgefährlich. Ich hatte Blasenkrebs, der schlimmsten Sorte. Ich bekam eine künstliche Blase, einen Pouch, genäht aus Dickdarm und Dünndarm. Aber nach der Operation bekam ich Vorhofflimmern, eine schwere Lungenentzündung. Und dann hatte ich diese Nahtoderfahrung.
Inge ist dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen. Heute muss sie mit einer Behinderung leben. Aber Inge wäre nicht Inge, wenn sie sich davon unterkriegen lassen würde. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr irgendwann gesagt, ich fange jetzt an, mich neu zu erfinden. Ich mache neue Dinge jetzt. Jetzt kann ich wieder mein Leben neu in die Hand nehmen und mich des Lebens freuen. Und ja, wo werde ich denn gebraucht? Was möchte ich denn gerne machen? Die 73-Jährige beginnt, sich bei unterschiedlichen sozialen Initiativen zu informieren und zu engagieren. Was ansteht, ist unser Netzwerk gemeinsam statt einsam. Das ist ja toll. Inge. Hi Marita. Freue ich mich. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Zur Planung der Initiative trifft Inge eine Bekannte im Arnsberger Bezirksamt. Marita ist begeistert, wie neugierig und aktiv Inge im hohen Alter noch ist. Ich kenne viele 73-jährige Menschen, ja? Und es gibt Menschen, die sind wirklich, also, die sind 73. Die sind also von sich überzeugt, dass es also, dass sie nicht mehr gebraucht werden, dass es eigentlich ja jetzt nur noch bergab geht. Und ich finde das Tolle an Inge, dass sie mit 73 Jahren sagt, also, was kostet die Welt? Lass mich noch mal anfangen. Also, wo könnt ihr mich gebrauchen? Meine Talente, also bringe ich ein. Und das ist das Tolle daran. In ihrem langen Arbeitsleben hat Inge viele Berufe ausgeübt. Als die Informatik noch in den Kinderschuhen steckte, hat Inge schon als Berufsschullehrerin Datenverarbeitung gelehrt. Inge war Lehrerin aus Leidenschaft. Und ist es immer noch. Sie beginnt zweimal pro Woche in einer Arnsberger Grundschule bei der Hausaufgabenbetreuung zu helfen. So? Ja, das ist so. Kleine Jungs brauchen immer Wettbewerb. Und die Schulleiterin hat mir gesagt, die können alle so schlecht das Einmaleins, weil die Kerle so voll sind, das zu lernen. Und jetzt gibt es Spezialisten für das Einmal-Vier, Einmal-Fünf, Einmal-Sechs. Und dann werfe ich denen Bälle zu und sage dann 3x7. Du hast ja richtig viele goldene Zähne. Du. 3 Stück. Das ist ein Ding, ne? Und einer, der war jetzt besonders gut in Englisch und sprach mich dann in der englischen Sprache an. Und war dann total verblüfft, dass ich ihm antworten konnte. Und das macht so einen Spaß. Patrick, gib Gas. Ja, richtig, bis 3. Ja, da würde ich schon mal vorschlagen, dass du jetzt anfängst, ne? Ich glaube, ich dann mal aufbauen. Ja, ne? Wie viel? 14 Sieben. Nee. Ein Reh. Trifft. Aha, und was steht da? 2. Und 6 sind 8. Das ist ja toll. Seit ihrer Trennung muss sich Barbara ein komplett neues Leben aufbauen. Aber oft hat sie gar keine Kraft dazu. Barbara leidet an multipler Sklerose. Diese äußert sich bei ihr in schneller Erschöpfung und Müdigkeit, der sogenannten Fatigue. 4-mal jährlich muss sie ins Klinikum, um Kortisonspritzen und Elektrobehandlungen zu erhalten. So. Und alles schön locker lassen, ja? Mhm. Ich drehe mal den Reiz auf. Mhm. Brauchen wir bloß noch ein bisschen Reiz. Aber ein Gutes hat der Klinikaufenthalt. In der Sporthalle des Krankenhauses entdeckt Barbara einen neuen Sport, der sie sofort begeistert. Ja, wird immer besser. Barbara tritt einem Verein für Bogenschießen bei und trainiert ehrgeizig. 3 sind gut und 2 sind scheiße. Das Bogenschießen hält Barbara nicht nur körperlich fit. Über den Sport findet sie auch zur Ruhe. Die Ruhe braucht sie dringend. Denn morgen steht ihre Scheidung an. Nach 33 Jahren Ehe wird sie von ihrem Mann geschieden. Also in dem Scheidungsantrag stand dann, die Ehe ist gescheitert. Das fand ich dann auch schon irgendwie komisch, so komisches Gefühl, ja. Obwohl, ja, gut, vor 3 Wochen oder so habe ich ihn im Bus sitzen sehen mit einer anderen Frau. Und da ist noch mal richtig Wut hochgekommen. Also,
Wenn ich die irgendwie im Café gesehen hätte, hätte ich denen wahrscheinlich am liebsten so einen Tisch auf die geworfen oder so. Auf ihn, also die Frau eigentlich nicht, aber auf ihn, ne? So, weil er so harmlos da saß, so, Naja. Das ist total gut. Ein super Trefferbild. Das war richtig klasse. Ja, ist vielleicht sogar oben für das ganze Leben. Ne? Man muss sich anstrengen und durch frustrierende Täler gehen. Und dann kann es noch mal gut werden. Bist du denn schon bereit für was Neues? Für eine neue Liebesbeziehung, meinst du? Ja. Ja. Doch. Wäre Karl nicht ein guter Kandidat für eine neue Beziehung? So gut, wie die beiden sich verstehen? Weiß ich nicht. Also, die Leute haben uns das immer so nahegelegt, aber es ist nicht so geworden. Es ist nicht so geworden. Nee, es gibt eben so Sachen, dass man zwar befreundet sein kann, aber jetzt erstmal nicht so sieht, dass das so mit täglichem Zusammensein in dieser Nähe irgendwie gut klappen würde. Ne? Oder irgendwie sonst irgendwas. Also es gibt ja so tausend Sachen, die dann dagegen sprechen können. Irgendwie fünf davon waren es vielleicht. Ich würde sagen, wir haben uns einfach nicht ineinander verliebt, ne? Das ist der Hauptpunkt, eindeutig. Und wenn man nicht verliebt ist, dann wird man kein Paar, oder? Gibt es auch Gegenbeispiele, aber bei uns, wir wollen sowas nicht einführen. Nein. Auf jeden Fall hätte mancher Mann schon seine Freude dann auch wieder daran, sie kennenzulernen. Oh, das ist aber nett. Ja. Hätte gesagt, ja. Es ist der 4. Oktober 2016. 33 Jahre Ehe werden in 5 Minuten geschieden. Ja, wo sind die? Wo ist das geblieben? Warum ist man sich dann auf einmal so fremd? Oder man ist sich nicht fremd, aber man ist sich trotzdem fremd. So ganz komisch, als ob man so einen alten Studienkollegen trifft, ne, von vor x Jahren. Ja, was machst du denn so? Das finde ich so komisch. Barbara fällt der Abschied schwer. Ob sie den Absprung schafft und sich von ihrem alten Leben lösen kann, weiß sie selbst nicht so genau. Inge ist da schon weiter. Sie wagt auch beruflich einen Neustart. Nach ihrer Pensionierung hatte sie eine Praxis für Stressmanagement eröffnet. Während ihrer schweren Krebserkrankung musste sie die Praxis ruhen lassen und hat sie 2016 wieder eröffnet. Die Methoden sind so unterschiedlich wie meine Ausbildungen. Ich meine, dass ich Stressmanagement-Trainerin bin, das ist schon ein Riesensack von Tools, den ich da habe. Autogenes Training ist ein Klassiker, das weiß jeder. Progressive Muskelentspannung auch. Zuletzt ist dazugekommen Tiefenentspannung und Achtsamkeit. Es macht unglaublichen Sinn und es macht mich tief zufrieden, wenn ich anderen Menschen mit dem, was ich gelernt habe, helfen kann. Das ist es. Und ich meine, das, was hier das Honorar ist, da lachen Therapeuten drüber. Das brauche ich für meine Selbstachtung, aber nicht, um damit Geld zu verdienen. Das, ne, so, da kann ich kaum eine Fortbildung von bezahlen. Und es sind ja nur 2, 3, wenn es hochkommt, mal 4 Leute in der Woche. Das reicht auch. Dann habe ich noch Zeit für andere Dinge. Aber es ist mir wichtig. Und das tausche ich auch. Inge fährt nach Köln, um an einer weiteren Fortbildung teilzunehmen. Sie will sich zur Resilienztrainerin ausbilden lassen. Im Resilienztraining soll der Patient lernen, seine psychischen Widerstandskräfte zu stärken. Und anstreben für die Zukunft. Am Ende der Fortbildung muss Inge auch eine Lehrprobe abliefern. Mit 73 Jahren muss sie noch einmal eine Prüfung bestehen. Inge ist nervös, denn die Prüferin und alle anderen Teilnehmer sind viel jünger als sie. Dazu gibt es ein ganz einfaches Tool, nämlich ich will, ich werde, ich kann und ich mache.
Und vor diesem Hintergrund überlegt euch, was will ich wirklich verändern in meinem Leben? Und wie von einem Seil gezogen, fährt das kleine Boot mit euch jetzt zu einer Insel, die erscheint schon am Horizont und nähert sich. Und ihr wisst, das ist eure Insel. Von der Länge war es super. Wie es schon gesagt, man kann diese Geschichte perfekt einbauen. Hast du gut gemacht, passt. Bisschen noch präziser. Und woran ich mich jedes Mal gestört habe, dass ich nicht in Du angesprochen wurde. Euch. Denke, ich bin doch auf meiner Relax-Beach auf Thailand, Koh Phi Phi. Warum sagst du euch? Ich will gar nicht euch dabei haben. Ich will da alleine sein, auf meine paradiesische Insel. Wir haben mich immer wieder eingehängt. Vom Entspannungseffekt genial. Inge, ja. Herzlichen Glückwunsch für das Zertifikat. Mach was draus, viel Spaß. Toll, dass du dabei warst. Eine spannende Tätigkeit, wie Inge sie hat, hätte Barbara auch gerne. Sie hat gerade ihre Scheidung hinter sich gebracht. Da muss sie schon den nächsten Umbruch in ihrem Leben meistern. Barbara wird pensioniert. Und auch wieder erkältet. Ja. Geh mal gucken. 40 Jahre lang hat sie im Berliner Sozialamt gearbeitet. Heute besucht sie ihre ehemaligen Arbeitskollegen. Also ehrlich gesagt hatte ich vorher ziemlich viel Angst, dass ich keine Struktur dann mehr habe und dass sich keiner mehr für meine Meinung interessiert, weil ich keine Stellungnahmen mehr schreibe. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Was soll ich da eigentlich die ganze Zeit machen? Ich kann mich vielleicht auch daran erinnern, dass ich dann erzählt habe, ich will jetzt neuere Geschichte studieren. Ist doch auch ein guter Plan. Oder ich hatte den Plan, nach Südamerika zu gehen für 3 Monate und endlich Spanisch zu lernen. Aber irgendwie war das alles so, hing da irgendwie so an der Wand, so als Plan. Aber irgendwie, und ich hatte irgendwie richtig Panik und Angst, was kommt, was mache ich denn da nun wirklich? Nach Südamerika ist Barbara noch nicht gereist. Aber seit kurzem geht sie mit ihrem Arbeitskollegen regelmäßig zum Tango tanzen. Noch ein neues Hobby. Reicht das? Womit soll Barbara ihre langen Tage auf Dauer füllen? Ihr Freund Karl überredet sie, ihn zu begleiten. Seit kurzem geht er zu einem Artistentraining für Senioren. Die Übungen stärken das Koordinationsvermögen, das im Alter schwindet. Gerade für Barbara mit ihrer multiplen Sklerose ist das sehr wichtig. Aber sie weiß noch nicht so recht, ob ihr das neue Hobby gefällt. Und wie soll es sein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eher zueinander und ja. Dann wieder drehen, den Kreis bilden. Genau, okay. Das. Warte. Ich sag um Hep. Ach so. Hep. Um Hep. Und hep, und hep, und hep. Ach so. Genau, ja. So. Ja, ich hab's falsch gemacht. Was wir Gongs am Anfang gemacht haben. Ja. Okay, erst wir fangen wir an, dann macht und, ihr. Was kommt dann? Hep. Was war jetzt? Keine Achtung, aber ich weiß. Mein Kopf wird die Richtung. Das Problem ist, der Wurf, der sieht nicht so aus, der sieht so. Und das ist klar, dass hier. Ja.
2 Monate später, Dezember 2016. Barbara hat immer noch keine Tätigkeit gefunden, die sie wirklich ausfüllt, aber eine neue Wohnung. Endlich kann sie aus der Wohnung ausziehen, in der sie mit ihrem Ex-Mann gelebt hat. Freust du dich auf die neue Wohnung? Ja. Die andere ist preiswerter, ist bei einer Genossenschaft und ist sogar noch hübscher. Also von daher freue ich mich. Aha. So kommen, so kommen. Meine erste eigene Wohnung seit über 30 Jahren. Ja. Ich konnte kein Frühstück machen, essen oder was weiß ich. Also ich war viel zu aufgeregt. Und jetzt geht's ganz gut, aber ich muss mir was zu essen holen. Ist ja jetzt hier nichts. Warum bist du so aufgeregt? Ja, weil das ein Umzug ist. Und eigentlich ist es auch der Umzug, den ich alleine mache. Ne? Also der letzte Umzug war ja noch mit meinem Mann zusammen und da kann man sich ja immer so ein bisschen auf den anderen verlassen. Aber jetzt muss ich das alles alleine deichseln oder kann das ja auch alleine deichseln. Ja, geht ja alles gut. In den letzten Monaten ist so viel in Barbaras Leben passiert, wie in Jahrzehnten nicht. Am 1. Oktober bin ich pensioniert worden. Am 4. Oktober war die Scheidung. Dann habe ich am 21. November den Mietvertrag unterschrieben. Vorher ja, diese Wohnung hier angesehen. Ja, und jetzt ist der Umzug. Also so viel in ein Vierteljahr, das ist wirklich extrem. Ja. Ich habe auch schon gesagt, ich weiß manchmal nicht, wie ich heiße und wo ich wohne, wer ich überhaupt bin. Ja, es wird sich dann schon legen. Ja. Geschieden, pensioniert. Umgezogen. Wie wird die mittlerweile 63-Jährige die vielen Veränderungen meistern? Und wird sie endlich etwas finden, das ihrem Leben den Sinn gibt, den sie sucht? Bei Inge ist das Problem ein anderes. Das Einzige, was die 73-Jährige sich wünscht, ist mehr Zeit, um all ihren Aktivitäten gerecht zu werden. Ihr soziales Engagement, ihre Praxis für Stressmanagement, ihre Fortbildungen. Inge hat ständig zu tun. Man kann sagen, der Neustart ist ihr gelungen, oder? Inge beschließt, zu Pfingsten nach Helgoland zu fahren, um eine große Regatta zu bestaunen. Aber die Fahrt nach Helgoland ist auch ein Belastungstest. Natürlich ist es verbunden. Mit der Erinnerung an meinen Freund. Wenn wir auf Turn gingen, war der bequemste Weg in die Ostsee zu kommen, der erste Schlag von Hooksiel nach Helgoland. Ja, und das mache ich jetzt Pfingsten. Und da freue ich mich drauf. Das ist das erste Mal, nach unserer Trennung auch, dass ich dort wieder bin. Ja. Tut immer noch ein bisschen weh. Was wird Inge auf Helgoland erleben? Wird die Erinnerung an ihren Freund sie in eine erneute Lebenskrise stürzen? Februar 2017. 2 Monate nach dem Umzug hat sich Barbara in ihrer neuen Wohnung eingerichtet. Zu ihrer eigenen Überraschung lebt sie sehr gerne alleine. Ich bin manchmal richtig froh, dass ich
Wann war denn das? Irgendwie nach einer Party, die dann bis 3 Uhr nachts, weil war ich um 3 Uhr nachts im Bett. Und dann Geburtstagsparty und hatte auch ein bisschen getrunken. Und am nächsten Tag hatte ich auch, mir geht's ja gut, aber dann nachmittags kam dann doch so ein Katergefühl. Und da habe ich gedacht, ach, wie schön. Ich bin hier alleine, ich brauche mich jetzt hier nicht verstellen und auf irgendwie gute Laune machen oder so. Ich habe jetzt einen Kater. Aber noch immer steht die Frage im Raum, was Barbara mit ihrer vielen freien Zeit anfängt. Ihre neuen Hobbys füllen sie nicht aus. Ein neuer Mann ist erst einmal nicht in Sicht. Und für eine sinnvolle Tätigkeit, ob Ehrenamt oder Beruf, fehlt ihr die richtige Idee. Sie ist unschlüssig. Da kommt das Angebot ihrer Freundin Petra zu einem gemeinsamen Urlaub auf Madeira gerade recht. Ein Ortswechsel, um auf neue Gedanken zu kommen. Der Urlaub hat Barbara gut getan. Beim nächsten Klinikaufenthalt zur Behandlung ihrer multiplen Sklerose zeigt sich, Barbaras gesundheitlicher Zustand ist stabil. Das sind sehr gute Nachrichten. Okay, so dass man bei ihr jetzt einen Schritt macht, den wir uns nicht oder nur bei einer kleinen Gruppe von Patienten trauen, nämlich zunächst mal zu gucken, wie der Verlauf jetzt ohne weitere Medikamente ist. Das besprechen wir im Einzelnen mit Patienten, aber der überwiegende Mehrzahl der Patienten wird man doch zu einer weiteren medikamentösen Therapie raten. Insofern finde ich den Verlauf jetzt der Patientin sehr erfreulich. Ist es die veränderte Lebenssituation, die Barbara gesünder macht? In ihrer Euphorie kommt Barbara auch endlich die zündende Idee für ihre Zukunft. Du musst wirklich was machen. Jetzt fängt wirklich deine Pensionszeit an. Du musst jetzt irgendwas machen, was dich zufrieden macht und nicht nur schön Ablenkung ist, aber was du wirklich willst, was dir wichtig, wirklich wichtig ist. Und dann habe ich für mich entschieden, ich werde in eine Partei eintreten. Und zwar in die Linke werde ich wahrscheinlich eintreten. Es passt am besten. Ich möchte die Welt ein bisschen besser verlassen, als sie vorher war. Also ein bisschen besser, ein bisschen was tun. Ja, es geht nicht anders. Sonst bin ich nicht zufrieden. Barbaras Herzensthema ist die wachsende Kinderarmut im reichen Deutschland. Ja. Dagegen will sie kämpfen. Ist die Linke dafür die richtige Partei? Ende März 2017 trifft Barbara den Fraktionsvorsitzenden der Linken in Berlin-Mitte. Das ist ja wirklich unsere Zukunft, ne, die Kinder. Und wenn die alle, also das ist, die sind wirklich schon, bevor die in die Schule kommen, hinten dran. Diskussionslos. Also du siehst sozusagen bei 5- oder 6-Jährigen schon, wenn oder weißt, dass wenn dort jetzt nicht ganz, ganz viele glückliche Umstände zusammenkommen, weißt du, wie sich dessen Leben weitergestalten wird. Ja. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und das muss man bekämpfen, weil das sind alles unsere Kinder und unsere Zukunft, ja. Das ist so traurig, wenn diese ganzen Fähigkeiten da versacken. Ja. Das Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden überzeugt Barbara. Sie findet, die Linke ist ein guter Kompromiss. Der Fraktionsvorsitzende freut sich über Barbaras politisches Engagement, denn dass eine 63-Jährige wie sie sich einer Partei anschließt, ist sehr ungewöhnlich. Der oder die typische Eintritt ist 30, plus minus 10 Jahre, so aber ungefähr, also eher unter 30. Und du bist sozusagen die junges Talent. Die rühmliche Ausnahme. Herzlich willkommen. Ja, danke. Schön, dass du dabei bist. Ja. Und schauen wir mal, wie das alles so wird. Ja. Ja. Ich hoffe, dass dir gefällt und dass du auch was findest. Denke so, ich doch. Dass du davon überzeugt bist, dass du deine Zeit sinnvoll verbringst hier. Barbara will sofort mitmischen. Sie engagiert sich im Wahlkampf für die anstehende Bundestagswahl. Zusammen mit dem Bundestagskandidaten der Linken für ihren Wahlkreis und mit Parteimitgliedern übt sie den Haustürwahlkampf. Hallo? Hallo, guten Tag. Ich bin Barbara von der Linken. Aha. Partei Die Linke. Und ja. Wir gehen hier ein bisschen durch den Kiez und wollen uns bekannt machen und auch ein bisschen mit den Nachbarn und mit den Leuten, die hier wohnen, ins Gespräch kommen. Haben Sie vielleicht mal 2 Minuten Zeit? Ja, warte kurz. Michael, kleiner Micha,
Mama ist ja mal kurz an der Tür, ja? Also hinten keinen Mist bauen. So, der Mensch hier, der ist ihr Kandidat? Ja. Und was habe ich von dem zu erwarten? Was ist mit dem? Ach, zufälligerweise ist er mit mir heute unterwegs. Der kommt hierher? Ja, der kommt hierher und will auch mit den Nachbarn sprechen. Wenn ich hinter der Tür stehen würde und du würdest da vorstellen, würde ich sagen, boah, sympathisch. Da lasse ich mich drauf. Danke. Also wirklich, ja. Ganz menschenzugewandte, tolle Ausstrahlung. Und die Sozialarbeiterin. Ja, gut, das kann natürlich sein. Fangen wir mit der Hausnummer 59 an, Mama. Da, ne? Zwei, drei Minuten Zeit? Nein, danke. Okay, kein Problem. Schönen Tag noch. Danke. Frage, hättet ihr 3 Minuten Zeit, um ein bisschen über Politik zu sprechen? Uns interessiert total. Wenn man nichts verstehen. Nichts verstehen. Okay, Englisch? Nee. Türkisch. Türkisch. Wie klopft man freundlich? Das ist eine gute Frage, ja. Hallo. Hallo, Barbara und Steve. Also atme. Genau, wir sind von der Linken und wollten fragen, ob ihr vielleicht 2-3 Minuten Zeit habt, wenn ihr Lust habt. Wir sind unterwegs, um zu hören, was die Menschen gerade bewegt und was sich politisch ändern soll. Denn ja. Wir haben ja im September, Entschuldigung, bin immer noch außer Atem, im 4. Stock. Ja, also auf der Landesebene, was gerade mich aktuell beschäftigt, sind halt die Mieten, also ein klassisches Thema. Ja, seit 1948 ist auch in der UN-Charta festgehalten, dass das Wohnen ein Grundrecht ist. Aber wir haben es noch nicht mehr im Grundgesetz verankert. Also vielleicht kann ich mal das. Ja. Ich bin nämlich hier im Wedding gerade umgezogen im Dezember. Ich bin ganz froh, ich habe eine Genossenschaftswohnung gefunden. Ja, aber und einige Genossenschaften nehmen ja niemanden mehr auf. Doch, meine Genossenschaft bestimmt. Ja? Kostenlose soziale Mieterberatung. Hier um die Ecke sozusagen. Mhm. Ja. Gut. Kann ich Ihnen sagen. Bitte schön. Super. Dankeschön. Es lohnt richtig Spaß, mit dir das zu machen. Ja? Ja, ist cool. Wir machen das häufiger, okay? Ghetto-Faust. Fein. Yes. Genau. Schnapp mir schnell die Tasche. Mai 2017 in Arnsberg. Eigentlich wollte Inge jetzt auf Helgoland sein, auf den Spuren ihrer verlorenen Liebe. Aber ein Unfall kommt ihr dazwischen. Kurz vor ihrer Abreise stürzt Inge über eine Treppenstufe und erleidet einen Kapselanriss im Knöchel. Ja, und dann kam natürlich die Überlegung, was machst du mit Helgoland? Mit dem Auto kannst du nicht fahren. Bundesbahn, 4-mal umsteigen mit Rollkoffer, geht auch nicht. Inges Nachbarin Jutta hat die dramatische Liebesgeschichte aus nächster Nähe miterlebt. Sie stand Inges Reise nach Helgoland von Anfang an skeptisch gegenüber. Vielleicht ist es einfach auch noch zu früh, auf dem Felsen zu sitzen, die Yachtis zu sehen. Ja, da kommt zwangsläufig auch die Erinnerung. Hätte dir vielleicht nur Tränen gebraucht. Möglicherweise ist das so. Ich glaube das schon, dass es so ist. Also ich bin da auch gar nicht traurig drüber, dass du gar nicht weg bist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Mäuschen, da wollen wir uns doch gleich mal wieder ein kleines Schlückchen gönnen. Ne? Ja. Ist ja Pfingsten, dass der Heilige Geist auf uns niederkommt. Ich hab dir eben schon gesagt, ich hab den erfolgreich abgeschmettert. Ach ja, ich wünsche ihr Glück. Zufriedenheit. Und einen neuen Mann. Ja, ist so. 4 Wochen später, Juni 2017. Laut ihres Arztes soll Inge ihren Fuß ständig hochlegen, damit der Knöchel gut verheilt. Aber stillsitzen ist nicht ihr Ding. Inge hat schon wieder etwas Neues angefangen. Jeden Donnerstag bietet sie einen Computerkurs für ältere Menschen an. Und gerade Senioren, die Berührungsängste haben vor der Technik, die haben immer Angst, was kaputt zu machen. Und werden damit häufig konfrontiert, indem sie die abgelegten PCs ihrer Enkel kriegen. Und die sagen, Oma, Opa, guck mal, drück mal hier, drück mal da. Und die sagen nur, Und dann haben sie alles wieder vergessen und fühlen sich total überfordert. Und deshalb dieses Angebot.
Hast du den schon angemacht, den Powerknopf an der Zentraleinheit? Nee. Dann mach mal. Wo ist der? Der ist hier, der große? Der große Runde. Aha. Kein Signal. Ja, das kommt jetzt. Hier bist du zuletzt gewesen und jetzt gehen wir dahin. Auf neu. Netz. Auf neu. Neu, ich habe Netz gelesen. Ja. Okay. Der Cursor ist immer da, wo es blinkt. Okay. Jetzt kapiere ich das. Es geht von da nach so. Ja, genau. Ja. Es geht nicht darum, dahin wird es gelöscht, das geht in Richtung des Cursors. Ja. Spannend, ne? Mhm. Und das ist noch nicht alles. Danke dir auch. Kopf drauf. Inge hat weitere Pläne. Ja, natürlich. Als nächstes beginnt im Herbst die Ausbildung für die Telefonseelsorge. Das wird wahrscheinlich September werden. Und ich habe ja meinen Resilienztrainer gemacht. Und meine Affirmation dazu ist, ich werde die Entspannungstante von Arnsberg. Ich möchte für Berufstätige Entspannung, eine Kurzentspannung anbieten in der Mittagspause, um sie aus diesem hohen Energielevel mal runterzuholen für 20 Minuten, sodass sie wieder frisch an die Arbeit gehen können. Die Entspannungstante von Arnsberg. Inge ist mit ihren 73 Jahren voller Ideen. Ein wenig Trauer darüber, dass sie die Liebe ihres Lebens verloren hat, wird wohl immer bleiben. Aber eigentlich hat Inge für Melancholie gar keine Zeit. Das Leben ist so kurz und sie hat noch so viel vor. Du, das sind aber auch uralte Wassergläser, ne? Ja. So hatten wir früher nämlich auch zu Hause. Barbara und ihre Freundin Doris kennen sich seit mehr als 40 Jahren. Doris erkennt genau, wie Barbara sich in den letzten anderthalb Jahren verändert hat. Also dein Potenzial, was dort war, schon immer, ist wie eine Knospe aufgegangen. Oh, Dankeschön. Dankeschön, Doris. Ja, bitte gerne. Also ich fühle mich erleichtert, weil ich so nach und nach viele Sachen abhaken kann. Dann freue ich mich darüber, dass Frühling ist. Ich freue mich über Blümchen. Ich freue mich wirklich über Kleinigkeiten. Ich kriege ganz viel positives Feedback. Und manchmal bin ich bin häufig am Abend, sage ich so, ich bin richtig glücklich. Mhm. Und manchmal bin ich, meistens bin ich zufrieden, aber manchmal bin ich richtig glücklich. Ja. Prost.